Na, vielleicht heute noch einmal in den Faschingskrapfen beißen, denn der Fasching ist ja mit heute vorbei. Grund genug, noch einmal so richtig die Narren rauszulassen. In Krems war heute einer der größten Faschingsumzüge des Landes. Silvia Nockler hat sich unter die Narren gemischt. Auch wenn es fast ein bisschen so aussieht, das ist nicht der Opernball, sondern der Faschingsumzug in Krems. Der fand heuer unter den strengen Augen des berühmten Modezaren statt. Ich muss auch in den kleinen Dörfern ein bisschen herumschauen. Schließlich und endlich bin ich ja auch weltweit vertreten. Danke. Streng geht es auch in dieser Kompanie zu. 10 Liegestütze als Strafe. Er war so schlecht rasiert, das geht einfach nicht. Ne? Nein, das ist eine Einteilung, furchtbar, und das kann nicht sein. Da muss er einfach einen Strafdienst buchen. Auch Berühmtheiten des Sports haben sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Aufwärmen in Krems, Gold holen in Schladming, lautet sein Plan. Hauptsache, das Outfit stimmt. Ich hab mir gedacht, das ist das Neigerste vom Neigersten. Ja. Next Sport bei den Ski, das ist eine ganz neue Entwicklung. Wieder zurück zum alten Guten, weil alles neu, das geht nicht immer gut, hat man gesehen. Bei so viel Prominenz ist das Fernsehen natürlich nicht weit. Tausende Besucher haben sich den Umzug heute nicht entgehen lassen, trotz der eisigen Kälte. Es ist unglaublich kalt, aber das schaut man sich einfach an, das ist Tradition, jedes Jahr. Auch wenn man sich alles abfriert. Da hilft wohl nur eines, tanzen, um sich selber ein bisschen einzuheizen. Der Fasching geht zu Ende, die Kälte bleibt. Auf Wiedersehen.